Passend zum Thema Kindersegnung habe ich heute eine Predigt zum Thema Kindererziehung mitgebracht. Ich bin so oft hier, aber ich habe noch nie über Kindererziehung gepredigt. Dabei mache ich woanders ständig diese Themen und auch Vorträge und so und habe das auch in der Seelsorge. Aber ich dachte immer, Neuwied, hätte ich längst schon mal eine Predigt zu dem Thema gemacht. Und die Pastoren sagten mir, nee, noch nie. Von daher heute mal ganz kurz ein paar Dinge zum Thema Erziehung. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die für euch hilfreich sein können als Spin-off von Ehebüchern. Einmal Liebe und Respekt in der Familie, was extrem hilfreich ist, das mal durchzulesen. Und ansonsten die fünf Sprachen der Liebe für Kinder. Das ist auch richtig gut und hilfreich, wenn man sich an diese Dinge hält. Das ist richtig gut. Und dann auch das große Familienhandbuch von den Mühlands, die schon seit vielen Jahren in Deutschland ganz bekannt sind, mit rausgegeben von Team F. Das sind Profis in dem Bereich. Da kann man sich immer wieder neue Ansätze ziehen. Wir haben mindestens 10 oder 20 Bücher. Nicht, weil ich die alle gekauft habe, sondern meine Frau. Und da sieht man auch, da ist drin gewidmet worden und geschrieben worden und eingeknickt worden. Da ist dran gearbeitet worden. Ich lege die hier gleich einfach raus, dass ihr die später abfotografieren könnt, für euch selbst bestellen könnt. Das ist einfach hilfreich, um sich so ein bisschen weiter zu orientieren an dem Thema. Ansonsten habe ich mal meine eigene Familie heute mitgebracht. Haut mal bitte die nächste Folie rein für mich hier. Und zwar seht ihr mich ja immer alleine. Und die Gemeinde, die mich schon länger kennt, weiß, dass wir vor ungefähr 10 Jahren, vor 12 Jahren eine ganz schwierige Phase hatten, als meine erste Ehefrau krank geworden ist und wir dann mit dieser Krebsgeschichte 3 Jahre gekämpft haben und sie dann verstorben ist und wir dann danach einen Neuanfang hatten, einen ganz, ganz glücklichen mit Irene und ihren Kindern. Und so haben wir jetzt eine Patchwork-Familie seit 2016. Und so groß sind die Kinder. Dieses Foto ist jetzt einen Monat alt. Links seht ihr meinen Sohn Raphael Friesen, dann 3 Bonustöchter, Denise, Johanna und Sarah, dann meine Frau Irene, dann der Eduard. Der hätte ein bisschen den Bauch einziehen können, guckt da nicht hin. Ansonsten meine Tochter Desiree. Und dann meinen künftigen Schwiegersohn, den Jerome Riesen aus der Gemeinde in Bonn. Und dann meine Tochter, die zweite, die Caroline. Also bei meinen biologischen Kindern ist Desiree, Caroline und Raphael die Reihenfolge. Und bei den anderen seht ihr halt die Denise, die Sarah und die Johanna. Das ist so das Ergebnis von meinen Erziehungsfehlern und den Erziehungsweisheiten meiner Ehefrau. Die Hirnforschung sagt, dass Frauen wirklich besser Gefühle am Gesicht ablesen können, das ist in allen Ländern der Welt so, mehr Empathie haben, mehr Netzwerkfähigkeiten haben, sich in einer Gruppe darum zu kümmern, dass es allen gleich gut geht und Männer eher Aufgaben, Rationalität, Übersicht behalten können. Und deshalb ist das bei mir in der Seelsorge ganz oft so, wenn jemand kommt und ist im Chaos, im emotionalen Chaos, ich und mein Kind, wir kommen nicht klar, dann ist es meistens die Mutter, die da ist mit Fragen über Kinder und die Frage ist, wo ist der Mann und der ist meist viel zu distanziert. Gott hat das schon so gemacht, dass bei der Entstehung von Kindern und deshalb auch bei der Erziehung später beide Hand in Hand gehen und deshalb ist das Beste, was ihr machen könnt für eure Kindererziehung, eine gute Ehe zu führen. Wenn du mit deinem Partner klarkommst, dich auf deinen Partner einstellst und an gewissen Dingen nachgibst, dann bist du auch perfekt ausgebildet für die Kindererziehung. Wenn du dich in deiner Partnerschaft stur stellst und immer alles besser weißt, dann bist du eine Katastrophe für die Kindererziehung. Und deshalb sind so beide Stärken, das Weibliche und das Männliche, was sich gegenseitig hält und befruchtet, bei der Frau die starke Netzwerkfähigkeit, das Einfühlungsvermögen, das Mitempfinden und die Empathie und beim Mann die Übersicht, die Rationalität und die Ausrichtung auf die Herausforderungen des Lebens. Ich kann mich erinnern, als mein Vater, meine Brüder und mir zum ersten Mal die Bohrmaschine in die Hand gegeben hat, da waren wir noch jung, sehr jung, im Werkkeller bei uns, in der Werkstube, da war meine Mutter ganz nervös, als sie dann kam und sah, wir sind mit der Bohrmaschine am Machen und dürfen, können die das schon? Ist das nicht zu gefährlich?
Und das ist eine Reaktion, die findet man in der Hirnforschung weltweit. Ist es überall so. Das Festhalten, das Nähren, das Beschützen scheint ein weiblicher Instinkt zu sein, wo die Aufgabe ist, nach der Geburt, bis das Kind das Haus6, Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Hier werden Väter angesprochen, nicht Mütter. Ich gehe davon aus, dass Paulus das so geschrieben hat, weil die Mütter eh schon da sind in der Kindererziehung und die Väter diejenigen sind, die sich ganz leicht entfernen, ganz leicht weglaufen, ganz leicht woanders den Erfolg suchen, dass sie zu Hause ihre Aufgabe wahrnehmen. Hier muss ich auch sagen, hier springe ich nochmal zurück zu dem ersten Bild, dass Väter in die Erziehung hineingehören. Das habe ich selbst gemerkt, als wir 2012 die Krebsdiagnose bekommen haben. Und da haben wir uns 3 Jahre mit der Situation auseinandergesetzt und in der Zeit damals war es so, meine Frau war erkrankt. Das heißt also, ich habe alle Tätigkeiten neben der Haupttätigkeit meines Berufs aufgegeben und auf Eis gelegt. Wir hatten gerade die Kirche für Bonn gegründet und ich war dort eine der Pastoren mit 3 von meinen Schülern zusammen. Ich bin ausgestiegen, die haben wunderbar weitergemacht. Habe ich bis heute nirgendwo eine Ältestenschaft angenommen oder eine pastorale Tätigkeit. Ich bin also 8 Jahre am Stück als Vater jeden Abend konstant zu Hause gewesen. Die ersten Male, wo ich übers Wochenende mal weg bin mit einer Übernachtung für einen Vortrag, waren in diesem Jahr. Nee, im letzten Jahr im Herbst, das war das erste Mal. Und die einzigen Termine, die ich abends im Moment wahrnehme, das sind die, einige von euren Mitgliedern kennen, die sind zur Beratung hier in Neuwied. Da bin ich in diesem Jahr ein paar Mal da gewesen. Das ist abends. Ansonsten bin ich konstant jeden Abend zu Hause als Vater, weil ganz besonders in so einer Situation, wo so viel Sicherheit weggebrochen ist, ist die Konstanz wichtig. Und die Ängste bei Kindern sind da, was ist, wenn was passiert. Man hat praktisch das Sicherheitsgefüge durcheinandergebracht. Und deshalb ist die Konstanz zu Hause wichtig und dafür ist die Präsenz wichtig von beiden Eltern am Stück. Und da kann man sich auch nicht Ausreden suchen. Das machen ja Leute gerne, wie zum Beispiel das schlimmste Beispiel, was wir in der Öffentlichkeit gerade sehen, ist unsere Außenministerin Annalena Baerbock, wo man Kinder in die Welt setzt und dann um die Welt tingelt. Solche Leute haben oft so das Argument, wenn ich zu Hause bin, verbringe ja Quality Time mit den Kindern, also Qualitätszeit, dass ich wirklich mit denen rede, anstatt Quantity Time, anstatt ganz viel Zeit haben, aber den Haushalt erledigen. Und das ist eine dumme Ausrede, weil du alle, die diese Erfahrung gemacht haben, kommen darauf. Du brauchst Quantity Time, wo Kinder sich an dich gewöhnen, wo du den Tagesablauf mitbekommst, wo du weißt, in welchem Fach die gerade schlecht sind, mit welchen Freunden die im Streit sind und in wen die gerade verliebt sind, damit es irgendwann diese Qualitätszeiten gibt, wo über gewisse Dinge geredet werden können, wenn sie in dem Alter noch mit dir reden, über gewisse Dinge. Und deshalb ist es für uns ganz, ganz wichtig zu sagen, wir müssen zu Hause sein. Ich persönlich habe das so gemacht, habe die Dinge zurückgestellt. Und ich möchte den Eltern sagen, die gerade die Kinder haben segnen lassen hier vorne, es gibt kein größeres Geschenk, was ihr euren Kindern machen könnt, dass ihr zu Hause seid, Zeit mit den Kindern verbringt, dass ihr euch in die Kinder investiert und diese Qualitätszeit mit den Kindern verbringt. Jetzt kommen wir zurück zum Bibelvers. Hier bringt Paulus praktisch den Begriff ein, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn,
sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also offensichtlich gab es damals das Problem, und das gibt es heute auch, das sagt die Hirnforschung, dass wenn man zwischen Milde und Strenge in den unterschiedlichen Nationen der Welt, von Asien bis rüber nach Amerika, über Europa hinweg, Studien macht, dann tendieren Väter zu mehr Strenge als Mütter. Also die Empathie, das Weiche, das Liebevolle, das Nachgeben ist tendenziell etwas öfter bei Müttern vorhanden als bei Vätern. Offensichtlich war das damals auch schon so. Wir wissen aus der Geschichte, dass die römischen Väter nach der Geburt entschieden haben, ob das Kind leben darf oder ob es sterben soll. Und entweder das war missgebildet oder der hatte gerade keinen Bock auf ein Mädchen und dann wurde das halt im Wald ausgesetzt. Und das der Pater Familias, der Vater der Familie, der durfte das entscheiden, der hatte die Gewalt darüber. Und das ist alles Teufelszeug. Diese Strenge, dieses sich selbst zum Gott machen über andere Menschen, ist falsch, sagt Paulus. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe jetzt extra die Luther-Übersetzung genommen, die kennen wir alle. Die ist in Deutschland die geläufigste Übersetzung, auch für Menschen auf der Straße. Das griechische Wort Paideia bedeutet eigentlich der Erzieher, der Lehrer, der bei reichen Leuten im Haus angestellt wurde, um das Kind zu erziehen. Zum Beispiel Alexander der Große hatte den berühmten Aristoteles, den Philosophen, als seinen Hauslehrer, das war sein Erzieher. Der durfte Strafen verhängen, aber der hat auch viel Lehre weitergegeben und die Kinder lesen, schreiben, Mathe diese und Rhetorik in diesen Dingen ausgebildet. Das heißt also, Zucht bedeutet, alles, was mit Disziplin, Erziehung im Allgemeinen und Grenzen setzen insgesamt zu tun hat. Auch Grenzen setzen, zu sagen, nein, das darfst du nicht, wenn du das tust, gibt es Konsequenzen, das gehört dazu. Und der zweite Begriff, Nuthesia, kommt von Nous, von Denken, nuthetisch. Und das Denken fordern, das Denken herausentwickeln, das Denken anregen, damit der Mensch selbstständig nach vorne kommt, das entsteht durch Belehrung und durch Warnung. Und für uns ist wichtig festzustellen, dass die Tatsache, dass Erziehung und Belehrung als Gegensatz zur Provokation und Zorn gesehen wird, zeigt, dass es hier in der christlichen Erziehung um Einsicht geht und um die Einwilligung des Kindes. Das heißt, du kannst da nicht einfach reingehen als Vater und sagen, das ist jetzt so und du machst das, weil ich das will, weil ich der Chef bin. Ich bin der Vater und ich bestimme. Ja, das wird irgendwann Zorn erzeugen und das ist nicht die Aufgabe. Jeder Depp kann das, das ist nicht Erziehung. Die Bibel sagt, Erziehung ist mehr als das, sondern dass du die Einsicht des Kindes gewinnst und das Denken anregst, damit es selbstständig auf das kommt, was gut ist. Ziel ist also die Einsicht und den Willen des Kindes für die Wahrheit Gottes zu gewinnen. Am Ende soll das Kind selbstständig gute Entscheidungen fällen, von selbst, für sich selbst sagen, ich will das. Und in die gute Richtung laufen. Und wenn du das mit gesteuert hast und mit befruchtet hast, dann warst du ein guter Erzieher, ein guter Vater, eine gute Mutter. Das Zweite, was wir in der Bibel lesen in Kolosser 3, ist, ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, dass sie nicht verzagen. Und hier habe ich auch ganz bewusst die Luther-Übersetzung genommen. Das ist der klassische Text. Diese Worte, die kennt man überall in Deutschland. Dieses Verzagen heißt, du gibst auf. Du wirst so fertig gemacht, dass du denkst, ich bin ein Depp, ich kann das nicht. Ich kriege das die ganze Zeit gesagt. Ich werde so fertig gemacht, offensichtlich bin ich nicht so gut. Offensichtlich schaffe ich das nicht. Offensichtlich bin ich ein Nichts. Und es gibt Kinder, die sich so verhalten. In den Schulen, in den Kitas kriegt man immer wieder Kinder mit, die ganz besonders auffällig sind aus einer Gruppe von 15, 20 Kindern. Und wenn man da hineinguckt in die Familie und die Eltern kennenlernt, und ich habe in den letzten 2,5 Jahren als Geschäftsführer an einer christlichen Schule gearbeitet und habe dort mitbekommen, welche Schüler so die problemhaftesten Fälle waren. Nur die kamen dahin, wo ich dann in der Sitzung mit den Eltern mit dabei war. Und es war fast ohne Ausnahme so, dass ein Kind, das durch Lehrer nicht mehr eingehegt werden konnte,
alle erzieherischen Maßnahmen nicht mehr angenommen hat, also was von der Schule gewiesen werden wollte, also musste, dass wenn du die Eltern kennengelernt hast und wie die sich verhalten haben, für dich plötzlich glasklar war, was mit dem Kind los ist. Am allerhäufigsten werden Probleme hineingelegt oder miterzeugt durch Scheidungen, durch ein schlechtes Verhalten, durch ein Unterdrücken, ein Kaputtmachen des Kindes. Und dann wundert man sich, warum man gewisse Dinge beim Kind später nicht in den Griff bekommt. Und deshalb das Kränken und das Verzagen, das Kaputtmachen, das Zerstören, das ist nicht Aufgabe der Erziehung. Erziehung ist nicht, dass du reingehst und sagst, ich weiß das besser als du, du machst das jetzt so, weil ich der Vater bin, weil ich die Mutter bin und hoffentlich siehst du das später irgendwann ein. Das ist nicht Erziehung. Erziehung ist, dass du mit den Lego-Bausteinen des Kindes, mit dem bisschen, was das Kind jetzt schon verstehst, arbeitest und dann guckst, wie können wir damit zu einer Lösung kommen und das Kind zu Entscheidungen führst. Und dann zeigst, das war eine richtig gute Entscheidung und danach führen wir das Kind zur nächsten Entscheidung und so weiter und so fort, sodass das Kind von vornherein merkt, ich bin beteiligt, ich denke selbst mit, ich sehe, meine Entscheidungen führen zu guten Ergebnissen und von da geht es dann weiter. Das ist jetzt alles auch gar nicht so furchtbar kompliziert, denn das Wichtigste an der Erziehung ist wirklich die Beziehung, die du zu deinem Kind hast. Gott hat es so gemacht, dass wir alle als Eltern, Otto Normalverbraucher, man muss nicht Psychologie studieren, um gute Eltern zu sein, eigentlich gute Eltern sein können. Wir alle, jeder von euch. Ihr seid unterschiedlich, ihr werdet unterschiedliche Situationen in euren Familien unterschiedlich klären, manchmal sogar unterschiedliche Regeln einführen, aber ihr alle seid und ihr könnt gute Erzieher sein. Indem ihr eine gute Beziehung habt, das bleibt sowieso am stärksten hängen. Das merkst du daran, dass du dem Kind das eine sagst und das andere tust und merkst, das Kind macht das nach, was du tust, anstatt sich an das zu halten, was du sagst. Also dein Vorbild wirkt stärker als die Dinge, die du dem Kind mit Worten vermittelst. Und die Beziehung, die du hast zu dem Kind, eine Beziehung, die sagt, ich liebe dich, ich schätze dich, ich kann mit deinen Grenzen, mit deinen Stärken und Schwächen gut umgehen. Du musst nicht meine Träume verwirklichen, ist die Erziehung, die es braucht. Ich persönlich bin einen weiten Weg gegangen in der Erziehung, mit dem, was ich am Anfang dachte, was Erziehung ist, mit dem, was ich heute denke. Die Kinder sind entsprechend groß und die Einsichten, die wachsen in der Zeit. Und es ist so, dass die Kinder die Fehler, die man unterwegs gemacht hat, eigentlich ganz gut verzeihen können, solange sie spüren, dass da Liebe ist. Deshalb muss man nicht später hingehen und sagen irgendwie, oh, ich habe alles falsch gemacht. Wenn du alles falsch gemacht hast, dann hast du nicht verstanden, worum es in der Erziehung eigentlich geht. Sicher gibt es Kleinigkeiten, die hätte man anders machen können. Ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt, wo mir eins meiner Kinder gesagt hat, das und das ist eigentlich schiefgelaufen. An dem und dem Punkt hast du dich mehr um das gekümmert, um ein anderes Geschwisterkind als um mich und ich hätte das gebraucht. Und sie stand mit Tränen vor mir. Und das sind Momente, wo du dann einfach sagst, das tut mir so leid. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich habe es gut gemeint, aber ich habe dieses andere Problem gesehen, habe mich darum gekümmert. Und ich sehe erst, welchen Schmerz das in dir erzeugt. Das zu umarmen, um Entschuldigung zu bitten und einfach einen langen Kuss auf die Wange zu geben und zu sagen, ich liebe dich. Dann spürt das Kind, wir sind auf einer Ebene. Wir sind verbunden. Du meinst das wirklich ernst mit Liebe. Ich kann dir das sagen und das ist in Ordnung. Ich kann dir sagen, das war falsch und Papa bewegt sich und nimmt Korrektur an. Und das baut Beziehungen auf, das macht dich authentisch, das macht dich ehrlich. Ich habe viel gelesen zu diesem Thema und kenne mich im Thema Erziehung sehr gut aus, gerade was die Hirnforschung angeht. Aber das heißt lange nicht, dass man im Alltag nicht 1000 Fehler macht. Man muss sich nicht für jede Kleinigkeit entschuldigen, aber die größeren Dinge, die Kinder sich merken, für die sollte man sich entschuldigen, hingehen, sagen, ich habe es eigentlich so gemeint und das ist aber so passiert. Und das tut mir wirklich Leid. Das ist wichtig, dass man das tut.
Die erste Aufgabe für Eltern ist, das Beste, was ihr mit euren Kindern machen könnt, ist, dass ihr eine Familienzeit einrichtet. Dass ihr regelmäßig eine Zeit zusammen habt, wo auch der Vater dabei ist, aber auch die Mutter, wo ihr spielerisch zusammen seid. Da kann dann abends auch die Andacht stattfinden. Klassisches Beispiel, eine Frau kommt zu mir, heftige Rückenschmerzen, viele Sorgen, viel Stress plus Kinder zu Hause. Und sie hat eine Latte an Dingen, die sie am Tag machen muss. Und sie fühlt sich überfordert und hat heftige Rückenprobleme und fragt sich, ob seelisch hier alles in Ordnung ist, ist mit Sorgen beladen. Dann gehen wir natürlich durch die Dinge durch und klären so ein bisschen auf und gucken, was da ist und merken, da gibt es Ansprüche an den Haushalt, perfektionistisch. Haushalt muss so sein wie Museum, bei Mama oder bei Schwiegermutter. Das schmeißen wir zuerst raus. Die Wäsche darf abends liegen bleiben, es muss nicht perfekt sein. Was ist eigentlich wichtiger, der Haushalt und dass die Wäsche abends gemacht ist oder dass die Kinder sich geliebt fühlen? Weil wenn du im Stress bist, dann stören die Kinder auch die ganze Zeit. Wenn du im Stress bist und du willst deine Wohnung oder dein Haus in ein Museum verwandeln, dann, weil dir die Mütter ständig im Hinterkopf so mitschweben in der Psyche, du denkst, du musst das irgendwie alles erfüllen, dann sind die Kinder ständig die Störenfriede. Und wenn du richtig frustriert bist, dann schreist du auch. Und die Kinder wissen gar nicht, was mit dir los ist. Diesen Anspruch einfach auf die Seite zu setzen und zu sagen, die Kinder sind mir wichtiger als dieser Götzendienst mit dieser Reinlichkeit, die übertrieben sein kann. Also ich rede jetzt von Leuten, die reinlich plus super reinlich sein wollen, nicht im Schweinestall leben, nicht bei Hempels und am Sofa, sondern von dieser übertriebenen Sache. Du legst es auf die Seite und dann, was ich mit denen mache, und bei dieser Frau war, hat eine ganz, ganz süße Tochter und einen Sohn und die kleine Sophia und er hieß Daniel und hab dann mit denen eingeführt, wenn die Mama euch nicht daran erinnert, dann müsst ihr die Mama erinnern. Jeden Tag um 3 Uhr gibt es eine Spielzeit. Erst mit der Tochter und danach mit dem Sohn. Da kannst du dir aussuchen, was die Mama mit dir jetzt spielen soll. Eine Stunde lang. Das ist eine blockierte Zeit, die Zeit gilt nur dir. Und jedes Mal, wenn ich in der Gemeinde zum Predigen war, habe ich die Kinder dann geholt und gefragt, und hält die Mama sich dran? Und dann stand die Mama daneben und dann haben wir miteinander geredet und das war köstlich. Kinder genießen die Zeit, wo Mama nur für sie da ist. Und wenn der Papa später kommt, ist er sowieso für sie da. Und diese ungeteilte Aufmerksamkeit, ich bin jetzt bei dir und wir spielen eine Sache, die dir Spaß macht. Und ich sage dir nicht, hey, räume auf. Dann bin ich Chef und du bist das Kind. Sondern im Spiel, da kann ich im Mensch ärgere dich nicht gegen dich gewinnen und ich sehe, wie du verlierst und ich als Kind gewinne und wir sind auf einer Ebene. Das baut Beziehung wie nichts anderes. Liebe, Freundlichkeit, Freundschaft, ganz besonders auch Urlaubszeiten sind die Zeiten, an die Kinder, wenn sie aus dem Haus denken, und das ist das, was sie meistens sagen, das waren die glücklichsten Zeiten, die sie zu Hause erlebt haben. Deshalb baut das in den Alltag ein, versucht das jeden Tag einzubauen. Eine Spielzeit mit den Kindern. Das ist euer Beitrag, Gott will das von euch. Die anderen Dinge, die du dir ausdenkst, die ganz, ganz wichtig sind, sind auch wichtig, aber dies ist wichtiger. Menschen stehen über anderen Zielen, die wir haben. Das zweite ist, wir segnen Kinder. So wie wir das gerade eben in dem Lied gehört haben, nicht nur hat Jesus die Kinder gesegnet in Markus 10, Vers 16 oder im Hebräerbrief hat Jakob die Kinder Josefs gesegnet, seine Enkel, als er starb. Du darfst deine Kinder segnen. Ich habe meine Kinder regelmäßig, wenn sie schlafen gegangen sind, gesegnet. Morgens mit einem Gebet zur Schule geschickt. Aber auch einfach die Hand auflegen und segnen. Und das Gebet funktioniert so, ich bete, dass Gott dich segnet. Oder Herr Jesus, bitte segne dieses Kind. Oder du sagst, Desiree, im Namen Jesu segne ich dich. Und mit den Dingen, die sie für den Tag braucht, mit Ruhe, mit Frieden, mit Kraft, mit Hoffnung. Du segnest Kinder, das sind die besonderen Momente. Und dann fließt eine Kraft Gottes von Gott direkt in das Kind rein durch dein Gebet. Und das verändert dich wie nichts anderes. Kindererziehung ist sowieso nach deiner Bekehrung und nach deiner Heirat mit deinem Ehepartner das dritte Element, was dich am stärksten prägen wird. Kinder sind das größte Geschenk, das du haben kannst nach der Erlösung und nach deinem Ehepartner.
Nichts wird dich so verändern wie ein Kind, das du selbst hast, in dem du dich selbst wieder siehst und in dem du dich selbst praktisch erkennst und das du dann auch erziehen kannst. Es ist wichtig, für Kinder auch Grenzen zu setzen. Da hatten wir eben in dem Bibeltext das Wort Zucht. Wir waren mal in Florida und erzählte uns jemand von Bekannten, bei denen war eine interessante Erziehungssituation. Die sitzen zusammen am Pool. Florida hat ja fast jedes größere ordentliche Haus einen Pool, weil es so heiß ist. Und da ist ein anderthalbjähriges Kind, das war vielleicht maximal 2 Jahre alt, aber noch super klein. Und das fragt die Mama nach irgendwas und die Mama sagt, nein, das darfst du nicht. Und dann erzählen die, dann nimmt das Kind, und das ist wirklich passiert, dann nimmt das Kind das iPad von der Mutter, läuft zum Pool, hält es übers Wasser, guckt und wartet, bis die Mutter hinguckt und schmeißt das iPad ins Wasser. Und schwupps waren $1,000 dahin. Was machst du in solchen Situationen? Also die Welt, aus der ich komme, mindestens ein Klaps hätte geholfen. Das ist nicht die beste Lösung. Kinder schlagen wir nicht in Deutschland. Das Gesetz sagt das. In der Bibel im Alten Testament wird über Körperzucht geredet, aber wir leben ja nicht im Alten Testament. Deshalb haben wir auch keinen Brandopferaltar hier stehen. Das gilt für uns als Christen im Neuen Testament nicht. Deshalb schlagen wir Kinder nicht. Gar nichts tun ist die blödeste Situation. Wenn meine Eltern mir einen Klaps gegeben hatten dafür, das wäre eine gute Reaktion, aber sie ist nicht legal und sie ist auch nicht die beste. Es gibt mindestens 2 bessere Versionen. Aber die Frage, wenn Leute kommen und fragen, mein Kind hat mein iPad in den Pool geschmissen, was mache ich jetzt? Ich habe hier ein paar Experten sitzen, was würdet ihr da sagen? Die Frage ist immer die, wenn du kurz mal dein Gehirn anschaltest, du kannst der Person sagen, irgendwie reden oder Strafe oder Konsequenzen oder einen Monat keine Süßigkeiten oder irgendwie, wie viel hat das Kind davor? Die Frage ist immer, was ist davor passiert in diesen 1,5 Jahren, dass dein Kind denkt, dass es das kann, dass es sich das erlaubt, dass es nirgendwo irgendwo gespürt hat, da gibt es eine Person, die verletzt ist. Also nicht Angst vor Strafe, sondern da gibt es eine Person, die verletzt ist, wenn ich ihr Eigentum zerstöre. Ich habe hier auf der Bühne eine Grenze. Da vorne ist die Grenze. Die ist nicht sehr hoch. Wenn ich runterspringe, schaffe ich das lebendig runterzukommen, aber das ist eine Grenze. Jedes Kind in Erziehung braucht eine Grenze. Und die Grenzen sind die Dinge, von denen du sagst, dass sie gut sind. Die Grenze sind das Eigentum fremder Personen. Ist der Körper fremder Personen, das Wohlbefinden fremder Personen. Wenn sie sagen, ich will nicht mehr spielen, du schlägst sie. Ne? Das ist eine Grenze, die überschritten wurde. Deine Freiheit hört an der Freiheit deines Nächsten auf. Das sind Grenzen. Und Kinder müssen diese Grenzen lernen, ansonsten erziehst du ja kleine Terroristen. Das geht nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Dinge miteinander bespricht. Davor. Und wenn man erstmal in eine Situation kommt, wo ein Kind ein teures Gerät in den Pool versenkt, dann weißt du, dass davor, in mindestens einem Jahr davor, irgendwas in der Art schiefgelaufen ist. Meine Erfahrung ist, und ich habe auch solche Situationen, ich habe selbst als Kind mal bei meinen Eltern den Hochzeitsanzug von meinem Vater zerschnibbelt, weil wir Hochzeit spielen wollten irgendwie, hat meine Mutter uns erzählt. Ich kann mich daran nicht erinnern. Und die haben lange geschlafen, Eltern, die lange schlafen. Böse Idee. Kinder waren wach, ich war wach und zerschnibbelte den Anzug meines Vaters, weil der zu lang war für mich. Und das gibt es, wenn ein Kind zu jung ist, keine Ahnung hat. Aber ich habe auch Leute gehabt in einer Gruppe, Erziehungsgruppe, wo die Frau sagt, das Kind macht das regelmäßig. Die geht heimlich rein, die weiß, dass er das nicht darf. Wir haben alles erklärt und besprochen und macht das immer wieder. Das ist ein Problem. Und da ist es hilfreich, sich Informationen reinzuholen. Wie entsteht sowas? Wenn ich auf die Familie gucke, wo das passiert ist, habe ich als Seelsorger mit viel Erfahrung eine Einschätzung, weil einer der Elternteile nicht sehr involviert ist und der andere ziemlich schräg ist.
Dass das eine Auswirkung hat aufs Kind, weiß ich. Aber ihr habt ja auch gestern einen Frauenabend hier gehabt, habe ich mir sagen lassen, mit Angelika Heinen bei uns aus meiner Gemeinde. Und die Angelika ist ganz, ganz toll. Und die kennt sich mit der Psyche von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen richtig gut aus. Und man kann auch einen Termin machen bei solchen Leuten. Einfach mal nachfragen, was macht man da? Einmal am Tag macht sie christliche Psychotherapie in der Woche. Wir haben ihr bei uns in der Gemeinde ein Büro eingerichtet, dass sie das dort machen kann und Leute empfangen kann. Und wer Kinder erzieht, der wird ständig Dinge haben, wo er gerade nicht weiter weiß und Tipps und Hilfe braucht. Deshalb die vielen Bücher bei uns zu Hause, deshalb die Bücher, die ich hier ausgelegt habe. Man wird ständig dazulernen müssen und sein Denken und seine Erziehungsmethoden so ein bisschen anpassen müssen. Jeder von uns macht Erziehung sowieso ein bisschen anders. Es gibt hier von Blumfeld eine schöne Aufteilung, wie Erziehungsstile sind. Man kann das in 4 Stufen einteilen. Nach oben hin ist ganz viel Liebe und nach unten hin ist eher ganz viel Distanz. Nach oben hin, nach rechts, hast du einmal die Leute, die ganz viel Liebe, aber auch eine gewisse Autorität mitbringen. Das ist so der goldene Bereich. Und nach links hin hast du ganz viel Liebe, aber Kindern alles erlauben. Und dann hast du aber nach unten hin auch Leute, die alles erlauben, aber denen ist alles egal. Das ist eine Vernachlässigung. Das ist Teufelszeug. Also die, die Kindern alles geben, wie zum Beispiel, du meckerst rum, dann kriegst du ein Smartphone. Du meckerst rum, du setzt dich vor den Fernseher. Du meckerst rum, dann kriegst du hier mein iPad. Kinder mit Technik und anderen Dingen bespaßen und nicht in der Beziehung sein, ist eine Form von Wohlstandsvernachlässigung. Es gibt Vernachlässigung durch Armut und durch Wohlstand. Das ist Wohlstandsvernachlässigung. Vernachlässigung immer durch mangelnde Beziehung. Und deshalb ist es für uns wichtig zu sagen, diese Vernachlässigung wollen wir nie. Und rechts unten, das ist so das Autoritäre. Du bist eiskalt, Hauptsache deine Regeln werden eingehalten. Das ist so die Erziehung, die Adolf Hitler genossen hat bei seinem Vater in Österreich. Der ist grün und blau geschlagen worden. Und was daraus entstanden ist, wissen wir. Sicher hat er selbst eigene Entscheidungen dazu getroffen. Aber das ist so die typische Erziehung, die man so am Anfang des 20. Jahrhunderts und auch in Deutschland nach der Nazizeit geprägt hat, so dieses brutale Durchprügeln, bis das Kind irgendwann nachgibt und sich aus Angst vor Prügeln in die Konventionen der Gesellschaft fügt und das macht, was es eigentlich soll. Für uns ist wichtig, dass wir uns hier rechts oben bewegen, dass wir eine gewisse Autorität vorgeben, Grenzen vorgeben, aber viel Spielraum lassen, weil wir wollen, dass das Kind sich entfaltet. Und im Grunde genommen ist es so, ich habe letztens eine Situation gehabt, da sagt ein Vater zu mir, ich habe da einen Sohn, der sitzt am Tisch, die Mutter ist verstorben, jetzt haben wir eine neue Situation, die Freundin ist da, sie kocht das Lieblingsessen des Sohnes. Er isst die Spaghetti, sein Lieblingsessen, er isst die Spaghetti. Erster Teller, total super, voll verschlungen, Teller. Schmeißt er das weg und sagt, das schmeckt eklig. Ein Vulkan. Der hat gerade Vorsicht. Ja, wenn deine Frau ist verstorben, hier kommt eine neue Person, die ist total liebevoll und gut.
Gedanke. Wir müssen Konflikte beilegen, wir müssen Konflikte lösen und nicht irgendwie mit dem eigenen Kopf durchsetzen, sonst das Kind. Wir wollen mit den Kindern arbeiten und mit ihnen reden und fragen, was ist denn jetzt gerade bei dir gedanklich los? Was denkst du? Warum reagierst du so? Wenn ein Kind total zornig ist, dann einfach zu warten, weil ein Kind, was gerade im Zorn ist, ist geflutet, kann gar nicht nachdenken, kann sich überhaupt gar nicht konzentrieren. Alles, was du sagst, ist sinnlos. Das heißt also, das Kind sich beruhigen lassen und später darüber nachzudenken, zu sagen, was genau hat dich da so angefuchst? Und dann zu sagen, mich hat das verletzt, was du gesagt hast. Meinst du das wirklich so? Dann lernt das Kind, oh, da ist eine Grenze an den Gefühlen anderer Menschen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entfaltung. Hier geht es nicht darum, Recht zu haben oder nicht, sondern dass die Lego-Bausteine im Kopf des Kindes anfangen, sich zusammenzusetzen. Das ist Entfaltung. Und das wird ein Leben lang dauern. Gott wird mit dem Kind weitermachen, wenn es erwachsen ist. Aber du darfst diese ersten Schritte mit dem Kind gehen. Und du musst nie die perfekte Einsicht des Kindes bekommen. Du musst auch nie perfekt Recht haben. Es ist auch nicht immer so richtig oder falsch. Ganz oft gibt es 3, 4, 5 richtige Wege, wie du Dinge lösen kannst. Aber wenn das Kind spürt, dass du das Kind liebst und dass du auf die Ebene des Kindes runterkommst und versuchst zu verstehen, was genau hat dich gerade angefuchst, was war so schwierig? Guck mal, mich hat das verletzt, was du gemacht hast. Und wie können wir das beim nächsten Mal anders machen? Wie kann ich dir das geben, was du brauchst? Das hilft enorm, dann fühlt sich ein Kind verstanden und dann lernt es sogar, die eigenen Affekte, die eigenen Gefühle zu regulieren, zu reflektieren, nachzudenken und zu verstehen. Meistens ist es so, sagen die Erziehungsratgeber, dass wenn Kinder angefuchst sind, also so richtig am Zetern sind, am Schreien sind, wild sind, wo du das Gefühl hast, ich werde da nicht die Kontrolle drüber bekommen, dann liegt es an entweder Müdigkeit oder Angst oder Hunger oder die fühlen sich gerade nicht geliebt. Ganz oft löst man die Dinge, indem man denen etwas zu essen gibt, indem man sie sich ausruhen lässt. Autorität sollte da in die Richtung gelenkt werden, ich versorge das Kind. Nicht in die Richtung, benimm dich bitte ordentlich. Und dann kommst du mit dem Kind dahin, dass das Kind sich so entwickeln kann, wie Gott das haben möchte. Gottes Ziel ist, dass so wie er dich behandelt, du auch das Kind behandelst. Du bist ein selbstständiger Mensch, das Kind ist ein selbstständiger Mensch. Du willst das Kind nicht durchregieren mit Nazi-Methoden und mit Schlägen, dass das von selbst irgendwann versteht, was richtig ist, sondern du sollst in dem Kind herauskitzeln, dass es von selbst anfängt zu verstehen, von selbst anfängt, Dinge einzusehen. Die Suchtforschung sagt uns heutzutage so, die beste Prävention, dass Kinder nicht in Drogen, Alkohol und Mediensucht verfallen, ist ihnen früh zu zeigen, wie sie Freude empfinden können in Verbundenheit, lebendigen Beziehungen und in Autonomie, Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann was, ich tue was und das macht Spaß. Und das kann sein, dass man im Garten eine Bude baut oder zu Hause ein schönes Bild malt oder später in die Ausbildung geht. Aber Erfolg zu haben in diesen beiden Dingen bringt Menschen nach vorne. Sigmund Freud ist mal gefragt worden, was macht eigentlich einen Kranken von einem unterschiedlichen Menschen aus? Was von einem gesunden Menschen aus? Was kann ein gesunder Mensch, was ein Kranker nicht kann? Und die Antwort, die bis heute in der Geschichte feststeht, für viele als Richtschnur ist, ein Gesunder, der kann lieben und der kann arbeiten. Und wenn die Beziehungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist und die Arbeitsfähigkeit nicht eingeschränkt ist, dann haben wir starke und gesunde Menschen. Für diejenigen von euch, die sich sagen, da könnte man sich bestimmt im Internet nochmal interessante andere Vorträge anhören, die Dinge, an denen ich am meisten, die Leute, an denen ich hänge, die im Moment richtig hilfreich sind in diesem Bereich, sind einmal Professor Manfred Spitzer, Psychiater, also ein Arzt und einer der führenden Hirnforscher, der ist richtig gut, gerade auch im Thema, wenn es um Medien geht. Dann unten Gerald Hüther, Neurobiologe, ist wahrscheinlich der bekannteste Hirnforscher in Deutschland aktuell. Der ist richtig gut im Bereich Kinder lieben
und Kinder zur Selbstständigkeit erziehen. Gerade das Letzte, was ich über Suchtforschung gesagt habe, das findet man bei ihm richtig gut. Und der selbst 6 Kinder hat, ein Psychiater in Wien, ist Raphael Bonelli, da habe ich mir schon viele Vorträge angehört und auch Bücher von gelesen. Der geht jeden Morgen, bevor er in die Praxis geht, erst in die katholische Kirche, betet dort. Es ist ein tiefgläubiger Christ, aber in der katholischen Heimat, aber jemand, der es wirklich ernst meint und ist ein Star im Bereich der Hirnforschung, hat ganz viele wundervolle Sachen geschrieben. Diese Namen Spitzer, Bonelli und Hüter gerne mal bei YouTube anklicken. Da gibt es bei jedem Vortrag mindestens 80-90% von Dingen, die man mitnehmen kann und sich weiterbilden kann. Ich persönlich habe in der Kindererziehung da angefangen, bin hier geendet. Habe heute ganz andere Vorstellungen als vor 20 Jahren. Meine älteste Tochter ist 22 Jahre alt. Und trotzdem haben die Kinder die Fehler verziehen und die wiegen nicht so schwer, dass die Kinder dadurch verunstaltet werden, wenn du Fehler machst. Deshalb hab Mut in deiner Kindererziehung. Du wirst es schon nicht versauen. Aber wenn du betest, die Familienzeit hast, die Kinder segnest und lernfähig bist, dich unterfähigst mit den Büchern, weiterbildest, die ich ausgelegt habe oder mit diesen Leuten, dann wirst du dich nochmal richtig gut feinjustieren und dann wirst du richtig gut Kinder auf den Weg bringen können, dass sie ein Segen sind und eine Freude für dich und auch für die Gesellschaft. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes reichen Segen in der Kindererziehung, dass ihr nicht eure Eltern kritisiert für die Dinge, die sie anders gemacht haben, als wir heute gesagt haben, aber dankbar seid für die Dinge, die sie richtig gemacht haben. Ich würde gerne noch für euch beten, ganz besonders für die 3 Familien, die heute ihre Kinder haben segnen lassen. Lass uns aufstehen dazu. Herr Jesus, wir danken dir für dieses große Geschenk, dass du uns Kinder in die Wiege legst. Wir danken dir für die Verantwortung, die du uns schenkst und für die Ehre, dass du uns die Erziehung dieser kleinen Schätze anvertraust. Und ich bitte dich für Weisheit, ich bitte dich für Einsicht, für Hilfe, für Lernfähigkeit, für die 3 Familien, die heute ihre Kinder haben segnen lassen. Und für alle anderen, die noch Kinder zu Hause haben, dass du ihnen Mut und Freude und Lernbereitschaft schenkst, dass du die Beziehungen besserst. Und dass du Segen schenkst in der Kindererziehung. Amen. Schön, dass du dir die Predigt bis zum Schluss angehört hast. Gerne kannst du uns deine Gedanken in die Kommentare schreiben. Hier findest du weitere Predigten von uns und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst.